So, es geht um das Game des Monats Juni und zwar Going Home. So, da geht es darum, dass man, man kommt nach Hause und das Haus ist leer und was soll dann rausfinden, was da los ist, warum es denn leer ist. Ist so wie ein Indie-Game. Ja, halt viel lesen, viel entdecken. Passieren tut nicht viel. Aber man kann halt das rausfinden. Da gucken wir mal, wie das abgeht. Ich denke, da werden wir zwei Parts machen, weil es ja doch umfangreich ist, ne? Ich hatte es auch gestern schon mal gespielt, eine Stunde. So schlecht ist es eigentlich gar nicht. Wir machen aber jetzt ein neues Game. So, jawohl. Und Bedienung ist auch ganz einfach. So, gucken wir mal, ne? Genau, Tür aufmachen, was lesen und entdecken und gucken, was ist da los und so. Darum geht es halt ein bisschen, ne? Um was sich da, wo die halt sind, ne? Darum geht es ja. Wir können, ne? Von der Flugreise irgendwie und dann ist keiner da. Das ist ja komisch, ne? Jo, da starten wir das einfach mal und gucken wir mal. Untertitel ist leider Englisch, Quatsch, Deutsch. Untertitel ist, also, wird Englisch gesprochen, aber ist egal. Hi Mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye. Bye. So, Going Home. Jawohl, das Game vom Juni 2016. Juni, der 7. Juni 1995, 1:15 Uhr. Abends, glaube ich, ist es. AM, ja, ist abends. Es regnet wie Sau da draußen, auf alle Fälle. So, wir stehen hier schon mal in der Veranda oder irgendwo, ne? Also in der Eingangstüre, Halle oder so. Da können wir schon mal gucken hier. Man kann hier die Türen auf und zu machen. Da haben wir eine Weihnachtsente. Die können wir nehmen. Moment, mal mitnehmen. Und zwar kann man die ein bisschen angucken. Und wieder zurücklegen. Ach, und guck, da ist auch drunter dieser Hausschlüssel. Den nehmen wir uns doch glatt. Und ja, gehen weiter hier. Ist noch ein Becher. Kann man alles nehmen und hinstellen wieder. So, und dann haben wir jetzt noch hier, halt, wartet mal, die Reisetasche von der Kathleen Greenbrier. Portland Flug 270, 6. Juni 1995. Ich meine, ich muss meine Tür mal zumachen hier. Die Mayor ist so laut. So, okay. So, da wollen wir mal reintreten. Was steht denn hier noch dran? Boah, ist das ein Saal wieder hier. Okay, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte, stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. So, also der ist irgendwo, aber wo auch immer, ne? Und ich bin die Kate, genau. Ach, was. Machen wir mal die Türe auf. Flackert das Licht. Moment, ich mache mal ein bisschen Licht an hier, oder? Ach, ist ja schon an, ne? Aber hier kann man noch anschalten. So, ein bisschen Licht anschalten. Also, ihr seht, es ist ein großes Haus. Man kann hier hoch und runter laufen. Man kann hier aufmachen, die Türen. Und dann musst du gucken, was los ist. So, hier haben wir schon mal so einen Kleiderschrank. Teclamar Country Forst am. Chase Greenbear, Oberforstbeamtin. Okay, also arbeiten hier am Forst. Das ist die Highschool-Jacke. Hier haben wir noch so ein Brettspielchen. Oh, über den Alpen. Über den Alpen, jawohl. Zurücklegen. So, dann kann man hier alles durchsuchen. Schränke, alles. Wir müssen herausfinden, wo Sam ist. Notiz lesen. Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf der Abfahrt. Aha, ist das süß, eine Wegbeschreibung. So, Schublade, hier haben wir noch irgendwas drinnen? Nein. Und
Und es regnet hier in Strömen, Leute, in Strömen. So, das ist aber dunkel heute hier. Hier haben wir noch irgendwas, was haben wir da? Eine Rechnung lesen. Genau, eine Rechnung. Ach, das ist die Rechnung vom, ja, Umzug, sag ich mal, ne? Die ganzen Kisten und so ein Kies da. Dear Katie, so much has changed. Even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Okay. Der Rucksack ist R1, da kann man dann hier gucken. Hier haben wir nochmal dieses, was er eben gesprochen hat. Dann haben wir hier den Inventar, also ihren Reisepass, ihren Bordkarte und den Hausschlüssel. Und die Karte, wo wir uns gerade verfinden hier, im Forever, also im Flur. Jawohl, perfekt. So, und dann müssen wir ein bisschen Licht machen hier, oder? Kann man hier alles angucken. Handtücher. Hier ist irgendein Magazin oder was? Ah, Magazin, genau. Stephen King, die Kunst der Bewertung. Veröffentlicht werden das Geheimnis, die leere Seite, wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Ah, okay. So, okay. Da unten haben wir Reinigungspulver. Ach, egal. Dann ist das hier Pflaster, 100 Stück. Da haben wir aber genug zur Auswahl. Und da hinten ist Arschpapier, wa? Klopapier. Genau, Klopapier. Das WC kann man nicht. Ah, wir können spülen! Ein Wasserhahn. Die Handseife. Apfel, jawohl. Duftapfel. Also man kann ja alles angucken und so halt rauszufinden, wo denn dieser Sam ist. Ja, manchmal knarzt ein bisschen, aber das ist, passiert nichts. Also keine Angst, da hier passiert nichts. Ein bisschen Licht machen hier. Die ist verschlossen, die Türe. Okay. So, dann haben wir hier noch ein Telefon. Notiz lesen. Dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück, Mom. Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er einen Nintendo hatte. Ha! Sam. Sam. Hello. Sam. But it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. So, das war jetzt unser Ding. Also, Sam wird vermisst. Plan lesen. Flugplan, okay. Schublade schließen, jawohl. So, also wir können hier alles angucken und hin und her. Sam, Kate, Mom und Dad. Das ist wahrscheinlich das Sam. Ach nee, warte mal. Sam, Kate. Na, warte, bin ich jetzt Kate oder Sam? Ich bin Kate, genau. Sam ist die Schwester. Ach genau, hier. Das ist die Sam, genau. Boah, ist dunkel, Leute, im Licht machen. Also man kann hier alles anmachen, aufmachen. Und hast du nicht gesehen? Kannst dich hier tummeln, dämlich,
Hier hat man den Standort des Hauses, das ist ganz cool. Was auch ganz schön ist, ist hier, warte mal, ich mach gleich weiter. Oh, ich sehe gerade nichts hier bei meinem Fernseher so. Ich sehe das Licht von draußen. Wartet mal, ich muss das Rollo mal runtermachen. Besser? Ah ja, ist besser, perfekt. So, hier haben wir jedenfalls noch einen Fernseher. Keine Ahnung, was mit dem Fernseher ist hier. Das finde ich ja hier genial. Hier kannst du nämlich die Kassette hier reinklatschen. Und dann Action. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds. Machen wir wieder aus, weil ja, YouTube wird es nicht gefallen, ne? Also wir können ja alles lesen, alles angucken und hin und her. Ich gucke jetzt nicht alles an, weil, wie gesagt, das ist ja, wie gesagt, ein sehr aufwendiges Game. Aber wir können ja trotzdem mal gucken hier. So ist es nicht, so grob gucken zumindest, ne? So, hier haben wir noch irgendeinen Raum. Gott sei Dank sieht man die Lichtschalter immer. Sonst wird es hier nämlich alt ausschauen. Hier ist noch so ein begehbarer Kleiderschrank. Hier ist auch noch eine Schallplatte. Genial, einfach finde ich das genial. Hier, was haben wir hier noch? Einen Notizblock. Ach ne, Ordner öffnen. Forstpflanzapparat. Ach, Fortpflanzungsapparat. Guck mal hin, hier haben wir gleich eine kleine Aufklärung dabei. Der Menstruationszyklus. Sie war da durch den Eileiter, die Eizelle löst sich vom Eierstock und so weiter und so fort. Ja, perfekt, oder? Das müsst ihr euch mal antun hier. Ich lese das jetzt nicht alles. Jetzt wäre meine fertig. So, und dann, Moment mal. Wo bin ich denn überhaupt gerade? Musikzimmer. Es gibt nämlich auch noch hier so Geheimtüren. Wartet mal. Die ist hier hinten zu. Genau, die ist hier zu. Die muss echt alles angucken. Sogar am Mülleimer muss man gucken. Hier ist nämlich so ein Schnipsel drin. Na, geh her. Und da kann man hier nämlich lesen. Kate, bitte egal, was du auch gefunden hast. Ich erzähl Mom und Dad nicht. Der Dachboden. Der Dachboden, okay. Na, hier kann man alles sich angucken. Und hast du nicht gesehen und hin und her. Ich will nochmal aufgehen mit euch. Oder ist es jetzt gar nicht hier, dass man das hier machen kann mit diesen geheimen Fächern? Ach doch, hier, guck doch mal. Hier haben wir doch schon mal so ein Heimfach, genau. Das hier haben wir eine Geschichte lesen. Der grüne Gletscher, Teil 2. So, kannst du dich belesen. Hier ist irgend so ein Code, genau. Schnipsel, Kombination. Da ist jetzt im Rucksack festgehalten worden. Hier ist er nämlich der Schnipsel, genau. Perfekt. So, wie gesagt, ich mache es jetzt bloß so ein bisschen grob, weil komplett, das schaffen wir nicht. Ich will ja das nur anzocken und nicht komplett spielen mit euch. So, perfekt. Dann machen wir hier noch ein bisschen Licht an. Oh, es ist überall so dunkel, Leute. Jetzt sind wir im Obergeschoss auf alle Fälle. Und wir haben jetzt hier noch so einen Schnipsel gefunden. Und ab und zu liegen auch mal so ein paar Postkarten rum hier. Ach nee, das ist ja gar nicht Postkarte, der private Kalender. Türen und alles könnt ihr aufmachen. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier vorne reingehen, tun wir mal kurz die nächste Runde anschmeißen. Bis gleich.